da sind wir wieder NFL 2021 und wir sind immer noch in der Breaking Point Story und schauen uns heute das nächste Kapitel an. Kapitel Nummer 5 ist das dann. Italien. So, auf geht's. Ich bin mir nicht sicher, ob es an dem Energiespeicher liegt, aber ich verliere Leistung auf den Geraden. Okay, aber die Beschleunigung ist gut. Wir schauen uns das an. Na, wie geht's uns heute, Freunde? Ich hoffe, alles läuft glatt. Alles okay, Brian. Ja, wir besprechen nur ein paar letzte Optimierungen. Ah, das höre ich gern. Mit so viel Hingabe wirst du uns hoffentlich einen Haufen Punkte holen, hm? Ja, ich versuch's. Ach, ich wollte dir noch was ausrichten. Ich dachte, das interessiert dich vielleicht. Ich habe eine Nachricht bekommen von Mattia Binotto. Dein Name ist gefallen. Ferrari. Oh. Sie sehen sich wohl um für die nächste Saison. Du wirst beobachtet. Okay, kein Druck also. Also, was stimmt denn mit dem Wagen nicht? Wir verlieren Leistung auf den Geraden. Ist aber kein großes Problem. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Rein theoretisch. Hätten wir genug Zeit, um den Typ-2-Motor einzubauen? Für das Rennen? Ja, Boss. Und bei Kasper gibt's keine Probleme? Nein. Na dann, machen wir's. Bau Aiden den Typ 2 ein, ja? Ja, das würde helfen. Aber bist du sicher? Na klar. Etwas mehr Power ist gut. Etwas mehr. Und hey, alles für unseren Starpiloten. Kasper, wie geht's dir heute? Fühlst du dich fit für das Rennen? So. Na dann. Gehen wir zum Rennen. Guck mal gerade mal, was du mir jetzt gesagt. Ich will einen Anruf. Wieder Brian? Brian. Aiden, gut, dass ich dich erreiche. Hör zu, mach dir wegen Kasper keine Gedanken. Du brauchst nichts weiter zu sagen, Brian. Kasper ist das Letzte, woran ich zurzeit denke. Ich muss mich aufs Rennen konzentrieren. Gut so. Das in der Garage eben war meine Schuld. Ich weiß ja, wie er sein kann. Kindisch? Egoistisch? Mir reicht's, Brian. Er hat auf mir rumgehackt, seit ich im Team bin. Er muss echt erwachsen werden. Okay, überlass Kasper einfach mir und denk nur ans Rennen. Sieh zu, dass du aus dem neuen Triebwerk ordentlich was rausholst. Geht klar, Brian. Wir sehen uns später. Na dann. Geh mal rein ins Rennen. Komm von Italien am Renntag. Kapitel Nummer 5 sind wir drin. Na dann auf. Willkommen in Monza, wo die Fans auf den Tribünen darauf warten, die schnellsten Fahrer der Welt heute beim Kampf um die begehrten vordersten Plätze zu sehen. Es ist Zeit für den großen Preis von Italien. Mit Höchstgeschwindigkeiten von über 354 km/h kommen nur wenige Strecken in der Formel 1 an das Tempo von Monza heran. Neben langen Geraden sind drei Schikanen, 11 Kurven und heftige Bremszonen das Herz des 5,8 Kilometer langen Kurses. Überholt wird entweder aus dem Windschatten heraus oder in den zwei DRS-Zonen. Aber Mut braucht man so oder so. Es ist soweit, Monza. Diese Veranstaltung gibt es heute zum 90. Mal. Es ist also ein ganz besonderes Jahr für Formel-1-Fans, aber vor allem für die Italiener, die zu Recht stolz sind auf dieses Rennen und seine lange Geschichte. Ja, es ist schon irgendwie jedes Mal etwas Besonderes. Hamilton teilt sich den Rekord für die meisten Siege hier mit Schumacher. Beide haben 5, aber mit einem 6. heute kann er ihn komplett an sich reißen. Die Strecke kann auf fast 100 Jahre Formel-1-Geschichte zurückblicken. Mal sehen, was der große Preis von Italien dieses Jahr zu bieten hat. Es sind nur noch wenige Minuten bis zum Beginn des Rennens. So sieht die Startaufstellung aus. Dank einer unglaublichen Runde im gestrigen Qualifying startet Lewis Hamilton von der Pole Position. Und Valtteri Bottas steht daneben. Und die übrige Startaufstellung ist wie folgt. Verstappen, Ackermann, Carlos Sainz und Perez. Norris, Ricciardo, Stroll und Alexander Albon. Ocon,
Leclerc, Pierre Gasly und Butler, Vettel, Grosjean, George Russell und Aiden Jackson, Magnussen und Nicolas Latifi. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Versuchen wir es, ne? Right, let's see if we can squeeze some performance out of this new power unit. Good luck out there today. Ja, ich fahre Kanada Setup. Los geht's. Besieger Ackermann, ja. Bist vielleicht als das. Ich muss natürlich schon ein bisschen aufpassen, dass hier nicht gleich in der ersten Kurve es scheppert. Ich muss natürlich jetzt. An Leclerc irgendwie versuchen reinzukommen. Hab ihn schon. Gegen Leclerc? Warum wohl? Klar, den Gasly will ich jetzt nicht noch durchschlüpfen lassen. Das ist natürlich nicht das große Ziel. Gasly ist neben mir. Greift auch an. Aber hab ihn erstmal wieder gehalten. Na, muss ich natürlich ein bisschen Gas wegnehmen. Ha, wieder nicht ging. Wieder der Fehler. Ging's toll diesmal. Aber das war auch mein Fehler, muss ich sagen. Ah, wieder nicht gegen Leclerc. Jetzt hat er es verloren. Jetzt jage ich mir jetzt mal Ricciardo. Da komme ich relativ easy vorbei an dem Renault. Ja, Stroll macht es zu. Der versucht ja mich. Dann mache ich es halt anders. Dann gehe ich halt ihn vorbei und nehme mir den Norris mal direkt mit. Hier sind es wieder 13 Runden. So, da probiere ich es gar nicht erst in der ersten Kurve, Alba und Perez. Okay, ich soll mich nicht zurückhalten, ich soll einfach knallhart durchziehen. Gut, gut zu wissen. Das heißt, ich versuch's. Aber dazu muss ich jetzt mal an der Bremse hier vorbei, an Albon Perez Sainz. Bevor ich da irgendwie mal dran denke, meinen Teamkollegen zu kassieren. Angriff vorbei an Sainz. Jetzt hole ich mir die nächste, das sind Zweierpärchen hier, und dann denke ich jetzt an meinen Teamkollegen. Natürlich kann ich da jetzt nur sagen, ich zeig mich mal gerade. Da vor reinzugehen macht keinen Sinn. So, vorbei an Albon. Noch zwei Autos. So, gleiche Spielchen wie gegen. Aufpassen, ey. Wow, da war aber mein Auto ziemlich ruhig. Da habe ich ja gesagt, jetzt fliegst du ab. Jetzt muss natürlich aufpassen, weil Albon jetzt wieder reinkommt. So, halten wir es mal einfach komplett gegen den Teamkollegen und holen uns Platz 4. Hab ihn auf jeden Fall. So, ich halte mich jetzt ein bisschen zurück.
Aber Hamilton lässt mich nicht beim Racing Man in seine Lücke, aber dann nehme ich halt die Außenlinie. Ich hole ihn hier. Leichte Kollision mit Bottas. Der hätte jetzt zurückfällt ein bisschen, oder? Zumindest angegriffen von den anderen dreien. Ich hoffe, vielleicht schafft er ja, mein Teamkollege mitzuziehen. Sehr geil, weil der Alpha auf dem Podium. Was war denn jetzt los? Okay, copy that. Will gewechselt oder was? Ja, so sieht's aus. Gut, dann machen wir es mal aus, das Auto. Also bitte, das RS, wir führen ein Rennen in Italien an. Aufpassen, nicht, dass wir da irgendwie zu weit rauskommen. Und das ist genau das passiert. Wir haben ja noch 8 Runden in Italien. So, auf jeden Fall sind wir da. Ja, noch keinen vierte Runde. Wir gehen. Mittlerweile sind wir bei 8, irgendwas Sekunden. Die 6-7 sind schon auf Bottas. Und gleich auch auf Hamilton. Ja, ich hoffe, dass die 30 da ein bisschen wir kriegen, die bei Mercedes und der Verstappen. Dass vielleicht mein Teamkollege ein bisschen eine Überraschung machen kann. Sich da ein bisschen überraschen kann, vielleicht auch noch einmal ein, zwei Autos kassiert. Nach den beiden Siegen. Was haben wir jetzt auf Reifen? Nach den beiden Siegen in China und in Frankreich. Den 4. Platz in Silverstone winkt uns hier der nächste Sieg in Italien. So, gehen wir jetzt in die Box, holen wir mal hier. Boxenstopp. Understood, stopping this lap. Bloß keine Strafe erholen. Ja, da fahren wir natürlich jetzt ein bisschen zurück da, ins Feld zurück, aber die müssen ja auch alle nochmal stoppen. That was our last stop.
So, der Rückstand momentan jetzt immer wieder 13. Ah, haben wir jetzt auch schon unseren Stop hinter uns. Und müssen natürlich jetzt erstmal gucken, dass wir wieder an den Jungs da vorne vorbeikommen. Vorne das Pärchen, weil diese Knubbel hier vorne bestehen aus den beiden Ferrari. Unter anderem. Die momentan nur auf den Plätzen 12 und 10 liegen. Dazwischen ist noch ein Renault. Die Frage ist welcher. Ricciardo. Ja, jetzt gegen Vettel. Ich muss natürlich. Ja, musste ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich hoffe, dass mein Auto jetzt gar nicht mitgelitten hat. Sieht nicht so aus, ne? Ja, natürlich finde ich da. Da ist der Verbremser von Ricciardo. Das hat man ganz kurz eben gesehen. Da muss er auf jeden Fall. Jetzt habe ich ihn aber. Das war sein Fehler. Jagen wir mal kurz den Ricciardo. Sind wir jetzt schon wieder 11 da? Also, ich versuche irgendwie den Ackermann zu besiegen. Aber nochmal, der muss heute natürlich auch nochmal in die Box. Ja, Norris, toll. Norris greift in der ersten. Zoll versucht in der ersten Kurve anzugreifen. Lasst euch Platz. Lustig, dass ich irgendwas mitkriege. Ja, das ist das Problem, wenn es Zoll jetzt, wenn du die jetzt da im Kampf hast und eigentlich klar schneller bist und dann passiert halt sowas, dass du da irgendwie in die. Sorry, Stoll, aber wenn du da mir mit so viel Platz lässt, dann zieh ich da, dann nehme ich die Lücke mit. Ich bin auch schon wieder drin im Rennen, ich bin ja schon wieder 6. Guck, wir gehen jetzt alle in die Box. Albon führt momentan ein Rennen an. Vier Runden Italien hier noch. Dann haben wir es. Dieser Leiber muss auch noch mal rein. Ein bisschen aufpassen, dass ich mir den nächsten nicht. Ja, Albon, der wird natürlich. Da konnte ich nicht rein in die Lücke, aber jetzt hole ich ihn. Ja. Auf der Gerade dann nehme ich den auch einer Chance. Das war aber uns gerade noch ein bisschen freundschaftlich. Ich wollte ihn, dass er bis er runtergeht. Platz genug sollte er nicht gewesen sein. So, auf jeden Fall vorbei an Albon. Also wir führen das Rennen. Klar, momentan. Hin. Und ich gehe nochmal rein. Ich gehe nochmal rein. Albon war nämlich noch nicht. Haben es toll auch noch nicht. Die bleiben auf jeden Fall davor. Die Frage ist, wie weit geht es Richtung Mercedes? Ja, die krieg ich mir noch, die packe ich mir noch, sondern 3 Runden. Wichtig ist, dass ich den Albon ist mit, Stoll ist mit. Ackermann hat zumindest den Stoll kassiert. Und jetzt hole ich mir die beiden da vorne noch. Ich habe nämlich nochmal
nochmal schnellere Reifen drauf, also die Soft normal, und damit können wir es jetzt versuchen. Wir haben noch 3 Runden, das Auto sollte funktionieren reichen, um sich die 3 da vorne zu packen. Die Frage ist, wie weit? Also Albon hat es clever gemacht, der hat sich vor unseren Teamkollegen geschoben. Der hat den Stop gezogen, hat gefunktioniert, hängt aber knapp dahinter, der Teamkollege. Ja, mit dem Soft-Reifen wird es wahrscheinlich durchaus machbar sein. Ah, Verstappen hat noch das Paket, merke ich gerade. Jetzt habe ich ihn. Jetzt muss er sehr früh bremsen. Komm, in der Parabolika, beide Mercedes weg. In der Parabolika schnappe ich mir die beiden Mercedes. Ich hoffe, dass ihr zwei euch nicht einig werdet. Das wäre super. Na, ja, absoluter Fehler von mir. Da bin ich wieder nicht sauber durch die Kurve gekommen. Wir haben noch 2 Runden noch. Ganz 8 Sekunden, ne? So, auf jeden Fall vor 2 Runden vor Ende des Rundens. Wir gehen in die vorletzte Runde jetzt, um die schnellsten Runde. Klar. Unabhängig von den Ergebnissen macht mir die Story momentan echt Laune. Gut, ich hätte ein bisschen mehr jetzt erwartet, dass es nochmal richtig scheppert. Aber ich denke mir, das kommt sogar noch. So. Der Telefonsprung, ach komm mal, 7 Sekunden, hm? Wird das Hamilton Verstappen immer noch? Der Himmel mal noch vorbei ist am Teamkollegen, hätte ich nicht gedacht. Jetzt ist er mitten vorbei an Bottas. Die Reihenfolge wieder hergestellt. So, wir sind mit in der letzten Runde und können uns tatsächlich hier auf den berechtigte Hoffnung auf den Sieg in Italien machen mit dem Alpha. Achso. 13 Sekunden, ja, okay, das war der Abstand. Vielleicht jetzt nochmal eine schnelle Runde. Wir räumen jetzt gerade auf, dass der Verstappen durch den Bottas doch kassiert.
Und dann haben wir vielleicht doch nochmal einen Sieg. Ja, haben wir. Wir haben nochmal eine schnellste Runde gefahren. Was haben wir hier? Sieht aus, als entwickelt sich eine ganz schöne Rivalität zwischen dem Rookie Aiden Jackson und seinem erfahrenen Teamkollegen Kasper Ackermann. Du hast recht, ja. Erinnert mich ein bisschen daran, wie Hamilton 2007 zu McLaren kam und wir wissen ja, wie das ausging. Alonso ist nach der Saison sofort wieder zu Renault gegangen. Hoffentlich kommt es diesmal nicht so weit. Hier kommen sie nun und betreten das Podium nach diesem aufregenden Grand Prix. Dass diese unabhängigen Teams so wettbewerbsfähig sein können, zeigt, wie vielseitig der Sport heute ist. Und was für ein toller Sieg von Alfa Romeo. Toller Tag. Wie denken Sie darüber? Ihr Ergebnis heute war so gut, wie man es sich nur vorstellen kann. Herzlichen Glückwunsch, Aiden. Sie stehen ganz oben auf dem Treppchen. Wie fühlen Sie sich? Fantastisch. Könnte nicht besser sein. Ich meine, genau davon habe ich immer geträumt. Viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich werde es einfach genießen und dann irgendwann meine Mutter anrufen. Ein großes Thema, das nichts mit dem heutigen Ergebnis zu tun hat, ist, wie Sie sich allgemein im Laufe der Saison verbessert haben. Was können Sie dazu sagen? Natürlich ohne das Team. Ohne die Unterstützung meines Teams wäre das gar nicht möglich gewesen. Sie kümmern sich gut um mich und das spürt man. Wenn ich besser werde, verdanke ich das Ihnen. Interessant, dass Sie das Team als Ganzes erwähnen. Können Sie uns verraten, was für ein Verhältnis Sie heute zu Kasper Ackermann haben? Kasper ist eben, wie er ist. Temperamentvoll und schnell beleidigt. Ich habe gelernt, dass ich das einfach akzeptieren muss. Wenn jemand bei uns ein Problem hat, dann eher nicht ich. Klasse, das war dann alles. Na dann. So, nächster Grand Prix heißt dann Mexiko, Kapitel Nummer 6, aber das werden wir dann erst in der nächsten Folge machen. Also in der nächsten Folge hier von Breaking Point. Ich weiß noch nicht, aber wann wir das machen? Vielleicht sogar schon nächste Woche. Müssen wir mal gucken, wie wir das hinkriegen. Aber erstmal rufen Mutti an. Mom. Aiden, ich bin angekommen. Oh, gut. Hatte mir schon Sorgen gemacht, weil der Flug Verspätung hatte. Keine Sorge, alles in Ordnung. Und sie kümmern sich auch gut um dich? Besser als in Silverstone. Gut. Du hast mir da echt Glück gebracht, Mom. Hoffentlich klappt das hier auch. Ich versuch's. Mach du, was du immer machst und alles wird gut. Ja, ich weiß schon. Rückspiegel, blinken, ausscheren. Und immer die Geschwindigkeitsbegrenzung beachten. Ich versuch's. Ich wünsche dir ein schönes Rennen, Aiden. Wir sehen uns hinterher. Ich bin wirklich froh, dass du hier bist, Mom. Dieses Rennen ist für dich. Ja, dann hoffe ich, dass das soweit funktioniert. Aber ich glaube, da passiert nochmal auf irgendwas. So, gut. Da würde ich sagen, machen wir mal Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ja, mal gucken, was in Mexiko passiert.